400 Euro. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren sie das wohl schillerndste Künstlerpaar Hamburgs, Ida und Richard Dehmel. Ab morgen gibt die Staats- und Universitätsbibliothek Einblicke in das Leben des Paares. Unser Kulturtipp. Richard Dehmel, ein berühmter Dichter, vertont von vielen Komponisten. Ida, Muse und Frauenrechtlerin. In ihrem Haus verkehrten die großen Zeitgenossen aus Kunst und Kultur. Unter dem Titel Zwei Menschen, nach dem Roman von Richard Dehmel über seine Liebesbeziehung mit Ida, beleuchtet die Ausstellung die spezielle Verbindung des Künstlerpaares und ihre Bedeutung für die damalige Kulturszene Hamburgs. Die Ausstellung läuft noch bis zum 22. März. Dankeschön, Dina. Ja, und 2000